der Verlierer bei einem Driftrennen. Du vielleicht? Nee, darum nehme ich auch schwer, da ich kein Verlierer bin. Und jetzt muss ich schön hier mit den digitalen Tasten hantieren. Nicht mit dem analogen Stick. Jetzt zeige ich euch, wie Driften geht. Ich bin genial beim Driften. Obwohl ich es auch schwer habe, geht es am Anfang noch. Wir haben zwar was angeditscht, habe ich jetzt ganz leise rausgehört, aber es wurde trotzdem nicht wegradiert. Das ist auch so ein schöner, toller Bug aus dem Spiel. In den Jahren hat man da noch nicht so gut programmieren können anscheinend. Zu langsam, was? Nein. Und jetzt wurde der Drift ausradiert. Na super. Etliche 10 Stunden hier gedriftet und dann trotzdem ausradiert. Na schön. Boah, ich komme hier jetzt gar nicht klar. Komm mal klar, ey. Wow, 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 wow. Die ziehen mich hier volle Kanne. Was ist da los mit mir? Nee, den Drift, den habe ich sauber versemmelt. Ja, nee, das ist mir ziemlich Wayne, aber ich starte mal neu, mir sind diese Punkte egal. Eventuell habe ich es ja so oder so schon freigeschaltet. Boah, Mauer gerammt. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich bin doch der Drift King. Sowas darf mir nicht passieren auf solchen Strecken. Naja, ich beweise mich ja hier königlich. Na, ich beweise euch hier fast königlich, wie ich es nicht drauf habe. Beim Driften. Nein, ich habe es beim Driften schon drauf. Das Interessante ist halt, ich muss mich total angewöhnen an den Controller. Denn der ist doch ein gutes bisschen anders als so eine Tastatur, bei der ich einfach wirklich der Drift King bin. Denn ich muss hier mit einem Finger von Taste zu Taste hüpfen. Normalerweise habe ich ja da die Drei-Finger-Technik und hier habe ich die Ein-Finger-Technik. Wow, 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 wow. Nicht umkippen, nicht umkippen. Kolossal, da bremse ich doch lieber. Ich bremse für kolossale Leute. Für kolossale Sachen. Kriegst du dich wieder? Danke. Ja, Rennen beendet. Bam. Ich werde mal den letzten haben wir versemmelt. Oh, da auch nicht. Geht doch. Schön. AEM-Hersteller, na toll. Was soll mir das bitteschön bringen? Nee, Unique will ich noch nicht anbringen. AEM. Ja gut, sieht doch nicht schlecht aus. Nee. Es sieht nicht so gut aus, aber trotzdem, ich lasse es mal und dann fahren wir noch einen kleinen Drag. Wie viele Hufeisen besitzt du eigentlich? Deine Glückssträhne wird jetzt beendet. Yo, Vorsicht, Gegenverkehr in diesem Drag-Rennen auf Highway 1. Klatsch wird schnell merken, dass du kein Versager bist. Und nein, ich bin es auch nicht. So, was steht hier? Drück links, rechts, Sprungtaste, um die Spur zu wechseln. Nee, ich hätte es bisher sicher nicht gewusst. Spätestens nachdem ich gegen irgendwas gekracht wäre, hätte ich es gewusst. Perfekt geschaltet und nochmal einen perfekten. Bitte, 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 bitte. Zieh, 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 zieh. Jetzt. Perfekt geschaltet. Und mehr geht nicht in unserem kleinen Mazda MX-5 mit 5
Gängen, die da tatsächlich nicht mehr. Und wow. Ja, hier hat es eigentlich ein. Wow, jetzt verzerrt's. Ab 250 km/h fängt das Spiel richtig schön an zu verzerren. Sehr gutes Real-Life-Gefühl dadurch. Mehr aber auch nicht. Mehr aber auch echt nicht. Was wollen wir? Olympischer K.O. mit Zeus oder einen Sprint, eine Jagd durch die Stadt, Gewinn des Rennen von Chinatown zu den Wohnblocks von Atlantica. Dieser Civic Club hat's auf dich abgesehen. Nimm dir einen nach dem anderen vor am Rennen. Im Runden-K.O. am Olympic Square. Mittelleichen. Ich würde sagen, leicht reicht. Ja, dann geht's mal los. Geht's jetzt los. Wenn leicht reicht, dann reicht leicht. Nee, wir haben eh genug Kohle. Tja, dieser Civic Club, der ist doch gar nicht so schlecht, der Honda Civic da. Aber ich bin besser. Ne? Ich hoffe mal, ich kann es euch auch zeigen, dass ich besser bin als die. Es sind wirklich so Honda Civics. Sei gebildete Leute mit ihrem Honda Civic. Ne, nur weil ihr in so einem Club seid. Gezogen. Tut dem Unterboden sicher nicht schlecht, ein bisschen was drauf zu bekommen. Volle Lotte, ein Crash. Aus keine Ahnung wie vielen Metern, sorry, ich muss kurz Aufnahmepäuschen machen. So, Anruf getätigt. Ich müsste eigentlich jetzt noch eine Minute drauf machen. Mache ich jetzt gleich bald. Also ich überziehe einfach eine Minute. Ich habe das Ganze ja im Blick. Ja, fahren wir mal die untere Strecke hier und nicht gegen den Milchwagen da klatschen. Ja, heißt, es ist jetzt ein Milchwagen für mich und der eine Civic ist rausgeflogen. Ein Schoch weniger. Al ist rausgeflogen. Naja, der wird sich drüber freuen. Hey Al, du bist voll schnell rausgeflogen. Ne? Müsste man mal... Hey Al, du bist in meinem LP voll schnell rausgeflogen. Ne? Boah, was mir gerade einfällt, ich muss nachher Burger machen. Ich will Fat Burger essen nachher. Ich weiß nicht, wie ich von Chicken Wings auf Burger komme. Von Hey Al auf Burger komme. Also ich erklär's mal. Hey Al, Chicken Wings. Chicken Wings fettig. Chicken Wings habe ich gestern gehabt. Ich wollte aber Burger machen, also mache ich heute Burger. Mitgekommen. So, ja, der Anruf wäre getätigt. Mir fällt gar nichts ein. Früher habe ich ja so tolle Sachen gesagt. Ja, ein Mannruf. Ne, da, mein Koks kommt an. Fuchs ist angekommen, nachher abholen. Und heutzutage weiß ich da gar nicht, was ich sagen soll. Nee, bin ich jetzt voll neben der Schüssel, keine Ahnung, wie man es sagen kann. Ja, neben der Schüssel trifft ziemlich gut. Ich bin... Und ich glaube, die Gegner sind auch voll neben der Schüssel, 8 Sekunden hinter mir. Na, die haben wohl das Gas mit der Bremse verwechselt. Einen Drift reingelegt und Scott ist mit 8 Sekunden als längstes gefolgt. Weiter geht's.
ein Rennen trennt uns vom nächsten Turnier, vermute ich. Also wir können nicht total wild hier Rennen auswählen. Wir müssen die in einer bestimmten Reihenfolge abfahren. Es könnte auch sein, dass einfach noch ein neuer Batzen Rennen dazu kommt. Muss aber nicht sein. So, wir haben das letzte Rennen, glaube ich, auch leicht gefahren. Ich muss mal nachsehen, wie viel... Ja, 10.000. Ja gut, klar, das wäre auch leicht mit 8 Sekunden. Das ist ja klar, irgendwie. So, wir müssen unseren Wagen aber hochtunen. Wir haben nur ein Sternchen, das ist ziemlich schlecht. Wir müssten aber jetzt so langsam irgendwas, irgendwelche Prämien frei bekommen. Ach, wir brauchen viele Style-Punkte, vermute ich mal. Yeah. Carla Rosie und wer ist der? Steffen. Ziehen ordentlich ab. Wir geben natürlich auch Gas von der chinesischen Imbissbude. Jagen wir schnell zum Dixi-Klo, da die Bambussprossen verdorben waren. Keine Ahnung. Jagen wir alles schnell Richtung Dixi-Klo, Richtung Abgussteile da, Atlantic City. Naja, wer als erstes da ist, hat halt geschissen und die anderen haben halt verschissen. Yeah. Ne, die Abkürzung nehme ich aus gutem Grund nicht. Die ist nämlich nicht wirklich kürzer. Und man kann sich da leicht verfangen. Ne? Auch noch ein Tipp von mir persönlich. Ich kenne das Spiel hier ja. Ich würde es blind fahren. Ich könnte, tue ich aber nicht aus gutem Grund. Mal wieder da blind. Blind kann ich ja die Kombination dieser Strecken nicht sehen und dann, ne? Hör auf, geh! Nee, ich komme aber auch nicht ins richtige Kommentieren rein bei dem Spiel. Ich kann da nur mitsingen. Let's Sing sollte es eher heißen. Wow, der Lancer, der macht mir Angst. Der macht mir richtig Angst. Er ist ein Stück zu nahe dran. Abkürzung bringen ja Style-Punkte, darum schön mal hier durchgefahren. Style-Punkte, dadurch schalten wir uns tolle Upgrades frei. So. Fürs Tuning und für Leistung nicht. Nee, ich komme echt nicht rein, ich muss hier immer mitsingen. Ich komme aber nicht ins richtige Comment-Ding da rein. Und ich würde mal sagen, fett gewonnen. Ja. Ja, sehr schön auch auf Mittel Level 2 DKs habe ich freigeschaltet. Na, das ist mein größter Traum gewesen bisher. Na, oh ja, nicht? Ja, wie gesagt, Turnier FWD Turnier FWD Downtown Turnier Fuck World Dev. Keine Ahnung, was Turnier. Oh, wir kriegen endlich, stelle ich die drei aufgematzten Schlitten mit Frontantrieb. Ja, Mittel. 5000 ist mir genügend, ist mir zur Genüge. Schwer brauchen wir nicht. Schwer tue ich eher nur aus Lust und Laune, wenn ich Bock habe, ein bisschen mehr Kohle einzusacken, ein bisschen mehr Herausforderung für mich zu haben. Und die Hälfte der Zeit wäre rum. Mit diesem schönen Lied aus dem Intro. Die Lady steht immer noch da. Finde ich auch sehr authentisch, finde ich sehr schön gemacht. Für 10 Jahre Fortschritt, also was gibt's denn da jetzt nach 10 Jahren? Wurde eigentlich jetzt Need for Speed, keine Ahnung, was da jetzt rausgebracht wird, was vor 9 Jahre moderner.